Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Next Big Thing. Wir spielen mit Dan Mary, oder wie auch immer ausgesprochen wird. Und wir sind hier gerade in so einem Häuschen und schauen uns mal ein bisschen so rum. Also wir können erstmal Ofen anschauen. Wir machen es hier drin ein bisschen wohnlicher. Ja, das stimmt wohl. Ich soll den ausmachen? Warum denn? Ich wollte eigentlich, dass du es aufmachst. Vielleicht ist da eine Leiche drinne. Wer weiß, Sofa? Zu Hause habe ich ein ähnliches. Da schlafe ich immer, außer wenn ich Besuch habe. Verstehe. 5 Sekunden Auszeit, dann komme ich wieder aufs Spielfeld. Na, der schläft jetzt wirklich. Sport macht müde. Okay. Zeitung. Schau mal, solche großen Stapel habe ich noch nie getragen. Aber Schritt für Schritt habe ich es bis hierher geschafft. Wow, die sind ja Tage alt. Ja, ist ja toll. Scheint von einem Film zu sein. Schöner Aufsteller. Der bleibt auch da. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen, oder? Nee, nö. Hotspot? Hoppala. Nee, mehr gibt's nicht. Also, gehen wir mal Ausgang. Weil, naja, was sollen wir hier so machen? Ich habe ja schon alles ausgecheckt. Da ist auf unten irgendwas. Fastfood-Dose. Mein halbes Gehalt darauf, dass sie Octopus gehören. Dann nehmen wir uns ein paar davon. Bunt und lustig. Okay, wir haben eventuell schon was drin. Sammelkarte und Hut. Kann ich das nicht aufziehen? Scheinbar nicht. M.K.O. Pansies. Offenbar hat Willy Feinde. Soll ich das etwa mit der Hand abwischen? Oder ablecken? Nö. Oh, schade. Dann versuch mal vielleicht... Das Graffito geht zwar gegen Willy, aber ich mache nichts weiter daran. Das wäre zu aufgemotzt. Oh, schade. Ist hier noch was Großartiges? Ich kann sogar zum Villa gehen. Okay. Er hat den langsamsten Kater in ganz Mexiko. Mit Wenn ich ihn wecke, stellt er sich nur schlafend. Er schuldet mir noch Geld. Der gehört El Chupacabras. Ach, da eben sowieso noch Geld schuldet, dann nimm mal das mal vielleicht. Ja, er spielt das nie vor Publikum. Kranker Scheiß. Tür. Der gibt aber ziemlich oft den Geist auf. Bra. Ich wollte das nicht machen. Dann schauen wir mal, was hier so weiter gibt's. Hey, Tobi. Brave Pflanze. Braver Junge, guter Junge. Nein, heute gibt's kein Kaviar, du Vielfraß. Na komm, rein mit dir. Ich habe ihn nicht begrüßt, seit er Tobi 2 war. Ist sein Gedächtnis vererbt? Okay. Das Labor dieser depressiven Nervensäge. Können wir denn reingehen? Was ist das? Eine Kralle von El Chupacabras. Ich dachte, die wären echt. Kralle nehmen. Nein. So klappt das nicht. Wieso hat der eine Kralle? Gibt es da irgendwas, womit wir uns helfen könnten? Nee, glaub eigentlich nicht so wirklich. Wir können sogar ins Villa gehen. Wir machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter keinen rein. Achso, außerdem könnte Willy da sein. Und wenn er mich zum Essen oder Trinken einlädt, komme ich zu spät. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Bootssteak. Und schau mal da so ein bisschen rum. Oh, MKO. Willys Monsterfabrik. Was finden die Leute bloß daran? Ich weiß es nicht. Hier, sei mal mit. Wenn ich mir große Mühe gebe. Ein dreifacher Schotsteak mit 2 doppelten Schlägen. Willst du das nicht mitnehmen, mein Freund? Mit der bloßen Hand, du Genie. Das war ein dreifacher Schotsteak mit 2 doppelten Schlägen. Schade, der will scheinbar nicht mitnehmen.
Heute keine Fahrten. Ah, die Fähre zum Studio rüber. Okay. Nimm es mit. Ist mir zu unhandlich. Nimm aber alles mit. So, nee, mehr gibt's auch nicht. Gut, dann gehen wir mal zum Yacht. Da wird's doch bestimmt schöne Sachen geben, die mir gefallen könnte. Ja, komm, beeil dich. Zugesperrt. Hallo, ihr da drinnen! Jemand an Bord? Ha, wer will schon darauf? Okay, scheinbar ist da niemand drinne. Dann sind wir mal böse. Das da? Nö, das braucht keine Farbe. Och man. Kann ich da wenigstens das hier ansprayen? Vielleicht so ein bisschen. Das da? Nö. Ah, laber nicht. Kann ich vielleicht irgendwas kombinieren? Nö, eigentlich nicht. Das da? Nö. Das da? Nö. Das da? Nö. Also, muss ich irgendwas verpasst haben? Weil mir fehlt ja irgendwie irgendwas. Abwesenheit des Presseausweis. Schön wär's. Achso, ich hab's nicht mehr, oder was? Wetten, die gehören Octopus. Interessant. Was ist überhaupt meine Aufgabe? Was mit Liz geschah? Das heißt, ich müsste ja rein theoretisch mit irgendjemand reden, wa? Hier ist da drüben ist noch was. Ich hasse Piratenfilme. Ist so. Okay, dann nehmen wir was einfach. Nein, Piratenschiffe entere ich nicht. Oh, ich kann wieder da hingehen. Okay, interessant. Gut, gut. Dann wieder zurück zum Villa, aber das bringt uns ja auch nicht viel weiter. Habe ich hier was vergessen? Eigentlich ja nicht. Vielleicht versuchen wir es mal so. Er schuldet mir noch Geld. Dafür nehme ich den hier. Okay, scheinbar klappt das auch nicht so wirklich. Und ich werde gerade bei... Hallo? Da wollte ich nicht hin. Ich wurde gerade bei Facebook angeschrieben, glaube ich. War das Facebook-Ding? Glaub schon. Okay, dann gehen wir wieder da rein. Was gab's denn hier eigentlich Schönes? Auf einen Ofen. Das möchte ich nicht verbrennen. Nein, warum denn nicht? Soll ich mir einen Tipp holen? Ja, warum nicht? Weil er in Abenteurermontur war, hob Dan eine Peitsche vom Boden auf und... Moment, es war nicht direkt eine Peitsche. Aber es lag auf dem Boden. Gürtel, what the fuck? Die haben wir ja gar nicht gesehen. Gehört das der Irren? Ich achte nicht so auf ihre Klamotten. Oder habe ich hier nicht gerade Hotspot gemacht? Habe ich es nicht gesehen oder was? Hoffentlich finde ich nicht noch mehr Sachen von ihr. Tja, was geht's mich an? Was bringt... Okay, nochmal kurz Hotspot. So, das haben wir, Sofa haben wir, Zeitung haben wir, den Typ haben wir. Okay, kurz überlegen. Was können wir jetzt machen? Wir könnten rein theoretisch vielleicht mit dem Peitsche oder Gürtel den Typ auspeitschen. Er schuldet mir noch Geld, aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Schade, dann versuch mal hier damit die Krille rauszukriegen, geht aber auch nicht. Ja. Wenn ich das Ding festbinde? Ah, doch nicht. Schade. Wie wär's mit Bootsstieg und wir versuchen das jetzt irgendwie mit dem Gürtel das hier irgendwie zu holen? Nee, scheinbar nicht. Ich bin leider viel zu blöd dafür. Darum habe ich auch diese Hilfe eingeschaltet und so. Sonst würde ich ja hier Jahre hängen. Vielleicht will er ja diese Sammelkarte haben. Nö. Scheinbar nicht. Ohne Scheiß, ich hole mir nochmal Hilfe. Wie jeder weiß, müssen manche Tiere angekettet werden, damit sie nicht davonlaufen. Leider hatte Dan weder Tier noch Kette. Gürtel und Tobi? Drei? Hey, Tobi! Tobi. Hey, Kumpel! Jetzt gibt's was zu tun. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ach so. Darum geht's also. Der soll Liz finden. Oder die. Nee, ich glaube ja der. Oh, sieht aber putzig aus. Boah, eine Schätze, so eine geile Monsterpflanze hätte ich auch gerne. Aber Junge, ganz brav.
Nice, nice. Da geht es ja weit runter. Hey, du Irre! Soll ich dich da rausholen? Mist. Wenn sie da ist, muss ich sie befreien. Laut Tobi ist Liz da unten. Viel zu hoch. Wie soll ich da nachher wieder raufkommen? Wie wär's mal, wenn du den Seil holst? Aber das geht ja so auch nicht so einfach. Glaube ich zumindest. Sein Künstlername war Elmer, Edward, Eladio, Mist. Katjanowski. Hey, Katjanowski! Zurück, Erdling, sonst kriege ich dich mit meinem hypergalaktischen Laser. Episches Musik. Was für ein Typ. Nenn mich nie beim Nachnamen. Für meine Freunde bin ich Edgar. Faszinierend. Ach, übrigens, hast du was von unserer Freundin gehört? Unserer Freundin? Da täuscht du dich. Aber egal. Der sieht immer so emotionslos aus. Warum bist du so bekloppt angezogen? Ich bin der neue Vulcan Flash. Schön für dich. Und wer ist der Idiot? Tu doch nicht so. Jeder kennt Vulcan Flash. Ich bin nicht jeder. Na gut, in Aminsen nicht. Dort heißt der Videgeist Jimenez. Die haben seinen echten Namen zensiert. Wenn man nämlich aus dem V ein H macht, aus dem U ein J und aus dem F ein O, aus dem K ein M, und wenn man es dann rückwärts sagt, ist es was ganz Schlimmes. Okay. Vielleicht werde ich das hier einblenden, aber wahrscheinlich nicht, weil das viel zu kompliziert ist. Denkt euch einfach selber. Aber mich würde es gerade auch interessieren. Wer hat dich denn dazu gebracht, dich so idiotisch anzuziehen? Rate mal, unsere Freundin Liz? Verhunzt das Graffito. Nicht bei Mr. Fitz Randolph, deswegen muss ich es abwischen. Was will das? Was ist damit gemeint? MKO Pansies. Was ist damit gemeint? Der neue MKO-Slogan. Fitz Randolph will weg vom Horrorgenre und auf Familienfilme setzen. Okay. Familienfilme? Nicht mein Ding. Aber erzähl ruhig. Du weißt schon. Flockige Komödien und fröhliche Kinderfilme. Sogar Musicals. Oh, Musicals. Mein halbes Gehalt, dass das Graffiti von... Mein halbes Gehalt, dass das Graffito von Octopus Herring stammt. Wahrscheinlich. Wusstest du übrigens, dass es in Aminsen unter Androhung öffentlicher Prügel verboten ist, dir Kraken in die Socken zu stopfen? Faszinierend. Unnütze Wissen, Teil 3. Ist Willy da? Er war in der Villa, aber er hat den Zeppelin bereit machen lassen. Vielleicht ist er schon dort. Ich mache mir trotzdem nichts aus Familienfilmen, aber erzähl weiter. Schwierig ist nur, dass etliche Monsterdarsteller nichts vom Wechsel halten und Mr. Fitz Randolph boykottieren wollen. Ich kann sie ja verstehen. Du verfeinerst die hohe Kunst, Leute zu erschrecken, und dann sollst du auf einmal den Kindergarten-Ork spielen. Das Thema ermüdet mich. Bitte wähl das nächste. Bis dann, Alice. So, okay. Oh, ein Blatt. Vielleicht kann ich nicht fallen lassen. Diese Haustiere machen leicht schlapp. Nehmen wir mal mit. Der arme Tobi. Jeden Winter das Gleiche. Kranker Scheiß. Und hier ist das interessant. Okay, da ist nichts Neues. Gehen wir zum Bootsteg. Das war ein dreifacher... Ja, laber nicht. Hol dir endlich das Seil. Mit der bloßen Hand, du Schin. Alter, willst du Stress? Okay, das klappt auch nicht. Hier ist nichts Neues. Ne, das bringt uns auch nichts. War da noch was? Ne. War's leider nicht. Boah, Teleportation. Ziung. Das klappt übrigens mit Doppelklick, falls es euch interessiert. Okay, Punkt. Hat mir der alte gute Maklat geschrieben. Maklat LP, by the way. Der hat einen besseren Riecher als der gemeine Cephalotus Monsteralis. Kann ich mal gerne vorbeischauen? Mach mal Gürtel an ihn. Mehr davon brauchen wir nicht. Schade.
Das braucht er nicht mehr. Sicher?